zurück mit dem Terminator, liebe Leute. Hallo, wir haben unser neues Gewehr. Endlich ist es freigeschaltet. Und jetzt geht's raus. Ich glaube, jetzt werden wir nochmal kurz angequatscht hier. Ach nee, es geht einfach los. Ach ja, wir sind ja bei dem Typen. Commander. I'm here. Is the thing with Mac taken care of? It is. But I have some news for you. Go ahead. Oh, sehr schön. Ein Schnitt, damit wir das alles nicht nochmal hören müssen. Fantastisch. Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen. Na, wahrscheinlich erzählen wir es ihr jetzt. Aber sie sagte go ahead, also ging ich davon aus, dass das über Funk macht. Richtig. Ich, oder? Sergeant, are you taking a tour with us? Nee, vergiss es. So. Dann wollen wir mal mit Baron sprechen. Müssen wir sie jetzt belügen? Von wegen, ja. Was soll das denn jetzt? Bitte. Dankeschön. Müssen wir ihr sagen, ja, wir haben ihn getötet. Ja, ja, wirklich. Know your target and what's behind it. And what else? And what else? Shit, I forgot. Howdy. Hier. Rivers, just when you thought shit couldn't get any more crazy, this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine, Connor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near. That's why an all-out attack is our only option. Alvin managed to locate Skynet's central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out? You are. Connor wants me to stay here to coordinate the attack. And his North Division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it? It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Ein paar Stunden. Gegen die Zeit. Bereite dich auf den Kampf vor. Ja, ey, Leute, die ganze Zeit schon vorbereitet. Warte mal, wo war denn jetzt der Waffenheidi hier nochmal? Der Händler quasi. Zum Kreis im Gesicht. Hallo, ich sitze hier. Ja, warte mal, hier können wir vielleicht ein bisschen Munition herstellen. Gewehrmunition herstellen. Okay. Dietriche vielleicht nicht unbedingt. Nee. Sektor B. Hm. Den habe ich gesucht. Do you need anything? Ja, nee. Bin zum Spaß hier. Can I see your hardware? Can I see your hardware? So, hör mal zu, mein Freund. Ich brauche hier nicht tausendmal das zum Beispiel. Das kann schon mal raus. Wir brauchen... Ach, welche ist denn jetzt die? Haha. Ja, toll. Wir haben schon... Raus damit, weg. Pistole brauchen wir sicher nicht. Jetzt haben wir 8400. Was ist das denn hier eigentlich? Plasma Minigun. Schwere Plasmawaffe mit hoher Feuerrate. Ja, ich denke, das Problem wird am Ende sein, genug Munition zu haben. Was ist das hier? Klassische Waffe mit Plasmatechnologie der ersten Generation. Ach wenn, dann bräuchte ich sowieso das hier. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also, wir haben jetzt... Ist es das Ding hier? Violette Plasmazellen. Kontinuierliches Schießen. So, dann hauen wir hier unten das Ding rein. So, oder? Na. Jacob, you're moving out? Ja, ist richtig. I am. What about you? I'm part of a scavenging team now, but Commander Baron gave us an order to get back to the shelter. Okay. If you see Jennifer, can you tell her that? Auf keinen Fall. Okay. Where is she?
Last time I saw her, she was upstairs. Upstairs. Tschüss, Hund, ne? Mach's gut. Ich denke an dich. Mein Gott, ist aber auch verwinkelt hier bei euch. Jennifer! Bist du upstairs? Suche Jennifer. Macht's jetzt aber spannend hier. Hallo, Jenny? Hier ist keine eine Jennifer. Gehen wir mal ganz creepy hier so durch. Hallo Jenny. Wo ist sie denn? Was, wieso macht sie es denn so schwer? Ach da, spring nicht. Howdy. Nice view. How did you find me? Patrick told me you might be somewhere around here. It's my thinking spot. Is he worried? No, he seems happy. How did he do on your first scavenging hunt together? Well, at first he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See, you'll make a great scavenging team. Yeah, I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah. About leaving. With Patrick. I think you should leave. I know what you're going through and- Do you? I'm sorry. That was rude. You know what? When I heard it coming from someone else, it just came to me what a selfish thing I wanted to do. I can't leave. Not until the war is over. Thank you for making me realize that. What? Warum unterhalte ich mich denn mit dir überhaupt? You know what? Nee, ich will's gar nicht hören. Hau ab. Nimm deinen komischen Bruder und dann geh. Tell Patrick not to worry. Ja, ja. Das ist natürlich meine Aufgabe, deinem Bruder irgendwas zu sagen. Kannst du dir abschminken, Fräulein? Hey, vielleicht sollte ich gehen. Was denkst du? Ja, du solltest gehen. Ah, weißt du was? Ich gehe nicht. Das klang sehr egoistisch. Ciao. Sag mal, also, das ist ja fast wie der echten Welt. You ready to move out? Yeah, let's go. I am. All right. Let's do this. Gegen die Zeit. Ach Gott. 30 years ago, the machines decided to wipe out all of humanity because they feared that we were a threat to their existence. Das ist unsere Armee. Today, we make their fear come true. Sergeant Rivers, you were requested by John Connor to lead the Alpha team. You will be responsible for carrying out the attack on the location of Skynet's central core. We will create a diversion to lure out any HK aerials patrolling the area. That should give you some time to breathe. Taking out Skynet's ground forces, that's on you. Remember, the goal is to destroy Skynet's central core, at whatever cost. Good luck out there. Dismissed. Okay, klingt einfach. Also wir müssen die aufhalten, damit sie keine Zeitmaschine bauen oder die zumindest nicht verwenden können. Das ist ja wohl also gar kein Problem. Team Alpha, this is Team Bravo. Skynet's taken the bait. Good luck out there. All right, everyone, this is us. Let's move out. Okay, wir haben den Rocket Launcher, wir haben das neue Gewehr und wir haben das Ding hier. So klingt das ungefähr. Ja, dann los geht's, würde ich sagen. Was soll uns schon aufhalten? Vielleicht diese Laserwand hier. Okay, wir gehen zurück. Los geht's! Silverfish, 12 o'clock. Was? Bleib doch ruhig.
Neutralized! Let's keep moving! Neutralized! Er ist mir ein bisschen zu energisch bei der Sache. Nehmt ihm seine Waffe weg. Wenn er trampelt doch nicht so. Metals ahead! Warte, warte, warte! Ja, easy. Nice shot! Ja, ich will das noch nicht verschwenden. Nehme ich lieber das hier. Easy. Alle tot? We're through! Sehr schön. Ich muss die dringend looten, weil die natürlich die Munition haben für den ganzen Käse hier. Das ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen. Keep pushing forward! Schrei doch nicht so. Metals! Ich sehe gar nichts. Uff. Okay. Zeit für große Waffen. Ich muss mich heilen. Wie? Ich habe doch welche gebaut. Halt, stopp. Mist. Ich habe keine Heilung dabei. Der große Kampf. Und ich habe nicht mal ein Pflaster da. Hans, hast du ein Pflaster dabei? Ist bestimmt was drin. Ah, sehr schön. Schaut mal hier. Zack. War alles so geplant. Jetzt kommen wieder welche. Oh ja, oh ja, oh. Geh mal weg, geh mal weg. Sehr schön. Wo haben wir noch einen? Ja. Get down! You don't wanna mess with the Terminator. Obwohl, wir töten die. Hallo, hallo, Vorsicht. Da, up that hill! Gute Waffe, aber stellt sich die Frage, warum ich jetzt diese ganze Mission machen musste, um die eine freizuschalten, wenn der Typ die ganze Zeit Waffen da hatte. Aber gut. Irgendwie müssen sie das Spiel ja füllen mit Missionen. Ich bin gleich da, Jungs. Ja, ein bisschen, ein paar Heilgegenstände wären nicht verkehrt. Aber die finden wir bestimmt. Another infiltrator? No, oh nein. He's with us. Warte mal kurz, ich muss erstmal kurz hier gucken. Howdy. Took you a while. How did you know we were coming? I thought you'd know by now. I know more than you think. Better prepare yourself. Mach mal auf hier den Käse. Okay, warte mal. Er ist jetzt mit uns. Er kämpft. Spread out! Focus on that HK! Ha-ha-ha-ha! They're coming from the west gate! Yippee-ki-yay! T-47, destroy! Easy. Oh. It wasn't supposed to be here. Schnell mal heilen. Find a rocket launcher. Ja, easy. Komm mal hier, Rocket Launcher. Wow, 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 wow.
haben ihn gleich. Another one! Rocket! Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ich sehe gar nicht, was das sein soll. Ach, so ein Rüstling. Auf wen schießen wir denn? Weitermachen wir da. Geh mal weg. Ich muss ein bisschen looten. Ich muss zusehen, dass ich hier... Ja, sauber. Boah, die haben ja richtig Zeug dabei. Komm her, komm, komm, komm. Get down. Ist das Ding... Ich habe leider keine Rakete mehr. Was denn jetzt? Lauf doch! Boah, da kommt der nicht rüber. Haben wir irgendwo noch eine Kiste? Au, 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 au! Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Genug Raketen gibt's hier leider nicht. Gib mir mal Deckung, Männer. Ah, der schießt nur auf mich. Ja, ich verstehe. Na, schade. Ja, aber ich meine, ich hatte 15 Raketen oder so. Ich kann mal schauen, ob der da liegt, noch ein bisschen was hat. Ansonsten, jetzt müssen wir es nochmal machen. Muss ich schauen, dass ich besser auf die Schwachstellen schieße vielleicht. Spread out! Oder erstmal... So vielleicht? Ja, das hat nicht viel gebracht. Wo ist denn die Schwachstelle? They're coming from the west gate. Oh Mann, ey. Es kann eine Weile dauern. Nochmal. Jetzt einmal da. Genau. Focus on that HK. They're coming from the west gate. Den haben wir. Hier. Ariel! Weg, weg, weg. Was it supposed to be here? Ja, ich mach doch schon. Komm mal hier. Nee. So, jetzt gehen wir los und holen die anderen Rockets. Oh Leute, ihr müsst schießen. Nein! Zeig mal her, wo ist der? Da hinten. Let's go! Another one! Der ist down, okay, sehr schön. Weg, weg, weg! Leute, ihr müsst den da erledigen. Den haben wir. So, jetzt ist der da oben dran. Noch zwei Schuss.
Dankeschön. Perfekt. Ariel is going down. This is it. So, jetzt mal kurz mal sammeln, Leute. Hier, ich muss mal kurz ein bisschen looten. War sehr schön. Jetzt ein paar neue Raketen. Sehr gut. Hier noch. Definitiv. Fantastisch. Sehr gut. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ach, hier war noch eine Kiste. Ist halt mitten auf dem Feld, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Fremder. Können wir uns nicht wenigstens vorstellen? Central Core is downstairs. Ja, let's go. How do you know? I've been here before. Aha. I've seen it. Sie ist ja geboren, quasi. Wieso hat er eine Feldflasche dabei? Ist da Öl drin? Oh. Watch out! Das darf man niemandem erzählen. Watch out! Hier. Weg, 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 du stehst im Weg. Easy. This is it. Skynet's finished. Wie, weil wir den erledigt haben? It's not here. The central core. It's supposed to be right here. Dem Raum hier? They knew we were coming. They moved it. It's a trap. A fucking trap. We have to move. Those missiles are headed this way. Ah, ja, ich höre sie. If we triggered the attack, it means that this place is still connected to Skynet's mainframe. If we trace where the signal's coming from, we'll know the central core's actual location. How could they know we were coming? Skynet was about to lose the war. They sent an infiltrator back in time. He must have warned them about this attack. How do you know all this? Because I went back after that infiltrator. Yes! Yes! Well, let's go! Got the coordinates. Let's go! All of this will make sense to you soon, but right now we need to go! Schnell, schnell! Don't stop! Run, my boy! Wieso bleibst du immer stehen zwischendurch? Watch out! Commander, Central Core, it's not here. It was an ambush. Commander! Die here. Get up. Wie, er ist tot? Hey, 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 Maskenmann. Tot. Zieh mal die Maske. I've got the coordinates. Can you hear me? Where the hell are you? Baron ist vielleicht down. Down, meine ich. Okay, also das war's nicht. Da ist nicht der zentrale Kern in diesem kleinen Raum gewesen. Gegen die Zeit.
Ich dachte, Baron berichtet. Ich vermute mal, hier wird gar keiner mehr sein, oder? Warte mal, wir haben einige Punkte, die wir vergeben können. Überleben, Härte, hier. Schaden um 40% verringert. Das ist relevant, Leute, dann stirbt man auch nicht so schnell. Wissenschaft herstellen. Was haben wir im Kampf? Da haben wir fast alles. 50% mehr Waffen. Mehr Schaden. Geht's den Hund? Okay. Jetzt ist es ernst. Die ist mir doch egal, die Hunde sind tot. Könnt ihr es wagen? Dafür gab es jetzt eine Zwischensequenz? Oh Aaron. Gott. Aaron. Nicht die rote Vase. Nein, meine Tassensammlung. Ich frage mich, ob ich die hätte retten können, wenn die mir mehr vertraut hätten. Möglicherweise, ne? Ich vermute mal, darauf läuft es hinaus. Alle down. Ich hab dich gewarnt. Ich hab sie auch gewarnt. Nur. Oh, ihn habe ich, glaube ich, auch gewarnt. Ach nee, ihm wollte ich helfen mit dem Buggy, mit der Reparatur. Da hat er mir auch nicht genug vertraut. Der auch hier? Ach nee, der ist egal. Okay. Gar nicht hell. Und Baron ja ebenfalls. Das wird ja nicht anders sein jetzt. Oh. Commander! Rivers, you're alive. What happened here? An infiltrator got in. Brought lots of friends with him. We didn't stand a chance. Since they didn't go offline, I assume we did not destroy Skynet's central core either. No. No, we didn't. It was an ambush. They moved it before we got there. So this is it? We lost? We lost this goddamn war? Not yet. What do you mean? I got the Central Core's real coordinates. You have? I've gotta learn not to doubt you anymore, Rivers. We need to call Connor. He may still be able to stop Skynet. Forget it. I couldn't get him on the radio for hours. You need to find him. You need to give him those coordinates. First, let's get you out of here. No. You don't have time for this. You have to leave me here. I can't. You're not gonna disobey my final order, are you? Before you leave, I've got a confession to make. There's a reason I wasn't so keen on you from the beginning. Remember that list of people Skynet marked for termination? I lied. I told you that you were number three. The truth is, you're number two. Just behind Connor. You took my spot. And for the life of me, I couldn't understand why. But now I know. They're coming. You need to leave, now. Use a vent in the command room to sneak past them. And then find Connor and give him those coordinates. Don't worry about me. If they come here, I'll just reason with them. I still have a couple magazines full of arguments. Now go. Good luck, Jim. Ja, komm, mach, die sind da. Ich stelle mir vor, dass sie so den Zentralkern von Skynet haben alle Terminators zusammen einfach so Umzug gemacht, ne? Haben das so in so eine Plastikfolie eingewickelt, haben gesagt, langsam, langsam. Und dann so, kannst du mal mit anfassen, bitte? Terminator-Umzugsunternehmen. Der hilft nie. Ich habe Brötchen mitgebracht. Ja, okay, ist ein gutes Argument. Und dann stehen die vor so einem LKW und sagen, warte mal, machen wir jetzt erst den Kern rein oder erst die Halterung?
Oh, warte mal. Na, wird das relevant sein, was hier drin ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wird mein Tod sein, hier rumzuprobieren. Oh, neuer Fertigkeitspunkt, das kann nicht schaden. Jetzt haben wir ja fast alles, bis auf Herstellen. Ja, machen wir mal Hacken 2. Ich nehme nicht an, dass irgendwas kommt, wofür ich das dringend brauche. Weil ich ja tatsächlich die Wahl habe, was ich level. Ach, come on, ey. Geh mal weg. Nicht schlecht, ne? Hoppa. Stehen mir da alle im Weg? Ach hier. Oh, jetzt darf der mit seinem Flammenwerfer aber nicht hier rein schießen. Ist das der richtige Weg? Ja. Hey, platzen, Mann! Was? Von hier drin kann ich leider nichts machen. Ja, ist auch noch so einer. Er packt die Waffe leider weg. Möglichst wenig Munition verballern, weil ich nicht weiß, was da noch kommt. Ah, er ist weggespawnt, oder was? Drei, zwei, eins. Nicht mit mir. Oh nein. Komm, 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 raus hier. Reise an die Front. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der noch lebt. Gut, ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld, aber... The stranger died in that ambush trying to protect me. He came from the future to save my life, and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Core's true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. Schauen wir mal, ob wir wirklich John Connor sehen. Anyone receiving me? This is Sergeant Jacob Rivers, DN46890. Anyone out there? Skynet got to them. Sieht nicht so gut aus. Eieiei. If anyone's hearing this, please respond. Jetzt
Es können doch nicht alle tot sein, oder? Aber ich meine, hier hat ordentlich Kampf stattgefunden, so ist nicht. Die haben auch welche erwischt. Is anyone else out there? God damn it. Niemand empfängt unseren Funkspruch. Da vielleicht? Nee, da geht's jetzt einfach nur weiter. Gibt's hier so... Junge. Jetzt kommt Giancana. Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! Wait, he's human. Einige Stunden später. Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. Tja, woher wusste er das? Ja, okay, ach, wie hell das ist. Boah. He's the only survivor from Baron's division. So, stillgestanden. Oh. Ja, okay, er ist so richtig so... Kennt ihr so die Leute im Museum, die dann so tun, als hätten sie Ahnung? Und dann irgendwie so... okay, so. So, ich hab dich durchschaut, Freundchen. That's him. The one Connor's been talking. Ja, das ist richtig. Ich suche nach John Garner. Commander. Sergeant Rivers. I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Are we preparing to attack the Corps? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon Skynet will realize that they're losing this war. So they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. It should give us the advantage against Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. Ich habe wirklich keine Fragen. Ich will einfach nur ballern. No, I don't. Very well. I'm sure you'll figure out the rest when the time comes. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier, we stop Skynet. Okay. Ja, hier sind die Stimmen jetzt wieder super leise gewesen. Meine eigene auch. So, wo haben wir denn unseren Händler hier? Haben wir hier einen? Take whatever you need, Sergeant. Yes! Ja, Freundchen, das wollte ich doch hören. Oh, das wird sehr ungemütlich jetzt. Wenn die mir das alles einfach so geben, dann wird das nicht schön. Gib mal einfach alles. 465 Schuss, zack. Genau, Minigun haben wir, Plasmabeschleuniger. Dein Rucksack ist voll, das habe ich ja noch nie gehört im Spiel. Was mache ich denn jetzt? Sergeant Rivers, it's time. I want you to take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the TDE, but don't worry. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. Follow me. Kein Problem. Aus dem Weg, ich laufe hier. Und John Connor ist auch da. Vorsicht, hier wird nicht gerannt. Commander. Hey, Terminator hat so ein tolles Universum, da könnte man so krasse Spiele mitmachen. Es kommt ja auch Terminator Survivors. Ich bin sehr gespannt, was die damit machen. Aber ich meine, das hat schon krasses Potenzial, ne? Diese Welt, so looten gerade das und so.
Er hat halt eine Filmlizenz. Was willst du machen? Das Ding da? Krass. The defense grid. I see it. Nee, sieht gut aus. Da drüben haben wir noch eine Kiste. Ordentlich Health, das ist wichtig. Auch ein bisschen looten. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was kommt denn da? Vorderseite. Sehr schön. Haben wir kurz Zeit zum Looten? Sehr gut, die haben ordentlich Munition dabei. Das ist wichtig. Weiter geht's. Watch out! Zero in on that T-47! Ist das Ding? Ja, okay. Wo ist seine Schwachstelle? Müssen wir es so schaffen. Sehr schön. Zwei Fertigkeitspunkte. Können wir die noch irgendwie verwenden? Schlösser knacken. So mitten auf dem Schlachtfeld. Jungs, Jungs, ich kann jetzt besser Schlösser knacken. Okay, sehr schön. Looten, 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 Leute. Another sector cleared. That's good to hear, Sergeant. The
HK tank just went online. You've gotta keep going. Ja, mach ich doch. Ich brauche ein bisschen Munition. Ariel, down it! Perfect timing. Oh, die Animation hätten sie aber ein bisschen langsamer drehen können. T-47 ahead! Two of them! Sergeant, I got a visual on the defense grid turret. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich... Da keine dabei. Wir hätten einen Turret gesehen. Zerstöre Skynet ist die Mission. Was soll ich denn da jetzt machen? Down. Come in. Defense grid is active. We can't go through. No way, no how. HK tank is on its way. Hold your position. Ariel! Sergeant, we need backup. Hang in there! Watch out for that defense grid. Pull back! Pull back! Nicht mal looten. The defense grid is smashed! Rivers, status. We breached the defense grid, Commander. Good. That HK will accompany you. Proceed forward. Remember, this is not over yet. Okay, let's go. Durchbreche das Verteidigungsnetz mit der HK-Panzerunterstützung. Wo ist er? Ah. Check your fire! That tank is ours! Yes. Noch welche? Oh ja, da kommen sie.
bisschen looten. Komm, komm, komm. Was los? Let's go. Everyone, on me! Das lassen wir uns nicht gefallen. Heute Nacht speisen wir in der Cafeteria. That's the lab they keep the time displacement thing. Spread out! Sorry, ich bin mitten im Kampf. Ich kann mich nicht konzentrieren. Los, 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 Männer. Hier liegen unsere Kameraden. Die wir liebten und die wir hassten. This is it! That's the lab they keep the time displacement. Auf geht's! Spread out! Der ist down. Silverfish? Skynet's starting to send Terminators back. Suppressive fire! The first Terminator just went through. Ah, okay, okay, okay. Was ist das denn hier? Ach, das ist so ein Riesending. Ja, warte mal. Another one! Ramos there! Sollen wir denn an den rankommen? Easy. Weg, weg, weg.
Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send three Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first Protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as we speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? No, I don't. You don't? Then we've got a problem. I don't believe any of our soldiers are capable of stopping the T-1000. We'll have to find another way, and we have to do it soon. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it and protect the ones you care about. So, what will it be then? I'll do it. I'll go back. I knew you would. Let's hope I won't get killed this time around. Let us begin then. John Connor prepared the time displacement equipment to send Protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. A Resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. There was no way a human could stand up against the more advanced T-1000. But without Dr. Mack to reprogram an infiltrator CPU, Connor would be forced to find another way to get a machine on our side. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself. It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us lived to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. Erin died in that shelter. She believed that her work was helping win the war, and she was right. I hope now she can finally rest. Ryan stayed in the shelter and died. He was a good man, with a good heart. Jennifer and Patrick died at the hands of Terminators in the shelter. I wish there was something I could have done to make them leave. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. And as for me, it was time to start over.
Listen to me if you want to live. Ja, Leute, das war's mit Terminator Resistance. Ein überraschend gutes Spiel. Das ist jetzt natürlich, ich will nicht sagen keine Perle, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist recht simpel. Ich glaube, ich mochte es so sehr, weil es in der Welt von Terminator gespielt hat. Ein bisschen ballern, ein bisschen looten und so weiter. Man könnte jetzt noch ein paar mehr Stunden verbringen mit den Außenposten und Nebenmissionen und so. Aber ich wollte einfach nur in diese Welt abtauchen und die Story erleben und tolles Ding. Ich freue mich aufs nächste Terminator-Spiel. Mal schauen, wann das kommt. Terminator Survivors heißt das und dann wird das definitiv hier gespielt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.